Die Gemeinde Mering wünscht Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, frohe Weihnachten, gesegnete Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und jetzt viel Spaß mit dem Theaterstück. Die Theatergruppe Mering spielte wieder ein Theaterstück. Göttingen Weiß-Blau, eine bayerische Komödie von Cornelia Willinger. Eigentlich war es schon für 2020 gedacht, aber da musste man wegen Corona pausieren. Wie lange gibt es eigentlich die Theatergruppe Mering schon? Die Theatergruppe Mering, die gibt es schon seit 25 Jahren. Hat sich aus der Landjugend entwickelt damals. Und ja, ist immer weitergegangen und wir haben jetzt schon, eben wie gesagt, 25 Stückerl jedes Jahr, bis auf ein paar Ausnahmen, dass wir Pause gehabt haben, aber das waren bloß zwei oder drei Mal. Und in den letzten Jahren haben wir uns so weiterentwickelt, dass wir natürlich eine gute Regisseurin gehabt haben oder auch einen Regisseur. Und das hat natürlich ja schon viel ausgemacht. Wir sind besser geworden. Die Stücke, ja, waren lustiger. Es war einfach, ja, ein bisschen professioneller. Geprobt wurde das Stück schon seit Ende August. Es spielten mit Josef Erber, Michael Jilk, Anita Littke, Juliane Holzner, Christa Erber, Herbert Aigner und Hannes Kreilinger. Regie führte Lisa Hanhöfner. Was war denn die besondere Herausforderung bei dem Stück? Die Herausforderung war als erstes Mal, dass wir nicht gewusst haben, wie es Corona-bedingt, wie wir die Zuschauer reinkriegen, ob wir jetzt mit Abstand und mit Maske machen können. Zum Glück hat es dann geheißen 3G+, also mit PCR-Test und ohne Abstand, ohne Masken. Das war schon mal sehr gut, weil man einfach vom Organisieren das einfach leichter war. Herausforderung war es in dem Sinn eigentlich keine mehr. Das Stück spielt in den verschneiten Ammergauer Alpen. Dort gibt es zwar keine Sünd, dafür aber drei ehrgeizige Schwestern. In einem idyllischen Gasthaus, den Schwanenwirt. Eine Gondel bringt Jahr für Jahr zahlreiche Gäste auf den Berg. Alle Zeit, alle Liebe und Energie fließen in den alteingesessenen Familienbetrieb. Aufgrund der Vorbereitungen für den bevorstehenden Silvesterabend herrscht besondere Betriebsamkeit. Da bleibt für Fronis und Wilmas Ehemänner Franz und Edi weder Zeit noch Zuwendung. Für die beiden heißt es, nach dem Marsch zu tanzen, denen ihnen die drei Schwestern blasen. Eine Sache im Stück, was mir gut gefallen hat, das war die tänzerischen Einlagen. Wie lange habt ihr da hin studiert? Ja, dadurch, dass das ja zum Schluss aus immer das Feintuning gemacht wurde, ist ja das, wie wir mir getanzt haben, nicht immer so aufs Detail ausgegangen. Und somit haben wir das eigentlich ziemlich lockerlässig geprobt. Genau, also es war jetzt nicht so schlimm mit den Proben, mit dem, also ja, ein paar Mal zum Schluss raus. Ja, es hat ja nicht perfekt sein müssen. Die dritte im Bunde, Heidi, ist bereits glücklich verwitwet, zudem frisch gewählte Bürgermeisterin. Sie konzentriert sich auf den Fortschritt und Zukunft ihres Sohnes Andreas, den sie gewinnbringend verheiraten möchte. Da Franz auch den Bürgermeisterposten an seine Schwägerin Heidi verloren hat, verlässt ihn vollends die Lebensfreude, weshalb er seine eigene Beerdigung organisiert. Mein Heimat wird zubetoniert. Mein Volk habe ich noch 15 Jahre abgeholt. Ich bin der Hund von der Gärtnerei Schneidl, habe ich auch noch Jetzt machen wir den Krieg.
Edis langgehackter Lebenstraum. Eine Reise mit seiner Frau Wilma auf die Route 66 platzt auch. Worüber auch er im Leben keinen Sinn mehr sieht. Doch die Perspektive, dass die drei diktatorischen Matronen nach dem Tod der Männer zu wohlhabenden Witwen der Ammergauer Alpen gehören würden, treibt die zwei Männer in abgrundtiefe Rachegelüste. Zum Ende des Stückes liegen sich dann aber wieder alle in den Armen und es geht wie immer gut aus. Aber wie geht es denn mit der Theatergruppe Mehring weiter? Wie sind die Planungen und vor allem kann auf der Bühne des alten Gasthauses Schick überhaupt noch gespielt werden? Wir wissen jetzt eigentlich noch nicht, wie es weitergeht mit dem Gasthaus Schick. Verkaufen sie es oder wird es nicht verkauft? Also das wissen wir eigentlich noch nicht. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Mal spielen können, weil wir eigentlich ja sehr, sehr gerne auf dieser Bühne spielen. Das ist halt einfach ja, eine heimelige Bühne für uns. Zum Schluss kann man sagen, dass mit dem Stück Göttinnen Weiß-Blau die Theatergruppe Mehring bewiesen hat, auch sehr humorvolle Stücke exzellent spielen zu können. Die Besucher danken es ihnen, wie immer, mit sehr, sehr viel Applaus.